Hallo! Willkommen zurück! Oh. Da ist direkt so ein gelbes Vieh. Ja, ich muss aber gerade erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht. Da unten rum klettern. So Obwohl, rum? das bringt uns auch nicht viel, Ne, ne? von da kam ich auch gerade. Ja. Dieses Spiel macht mich bekloppt im Kopf, ohne Witz. Aha, wahrscheinlich springen und dabei dann die Perspektive drehen oder so, oder? Oh Gott. Meinst du? Probier mal. Ja, ich weiß, springen und jetzt die Perspektive drehen. Also in die andere Richtung halt, ne? Nehmen wir ihn wieder zurück. Okay, jetzt mach's nochmal. Lol. Das Spiel macht mich bekloppt. Toll, bin gefallen. Das macht mich bekloppt, das Spiel. Ohne Witz. Drunter verpappen. Zurück. Ja. Hä? Wie? Alter. What the fuck? Spring mal. Geil. Ich dachte, das ist so Spider-Man-mäßig, dass er sich einfach da festhalten kann. Oh Schatz, in dem Spiel kannst du links und rechts lernen. Wiederum. So, wie haben wir das jetzt gemacht gerade? Stimmt. Sind das gut? Ne? Kommt man einfach so dran? Ja. Was denn da? Ah, Glück gehabt. Warte, bis der andere rechts wieder runter geht. Jetzt. Wow. Wow. Lol. Geht das? Ja, da war noch keiner. Rechts. Nein! Genau dazwischen. Das Spiel, das macht ja so kaputt mit der Perspektive, ne? Naja. Irgendwie schon. Doch, schon wieder. Na gut. Gut, dass es hier kein Leben gibt. Da ist natürlich... Ach, du brauchst zwei Klötze dafür. Ich habe ja schon zwei. Ein Klotz besteht aus 8 Ach und so. Jetzt für die nächste Tür brauche ich 3. Ach, insgesamt. Ich dachte, du musst in jeder Welt. Boah! Sieh dir diesen Ort an. Kennt ihr Raven, Raving Rebels? So hört sich das an. Hört mal zu. Scheint ziemlich wichtig zu sein. Komm, wir sehen uns mal genauer um. Oh nein! Noch eine Tür. Mit 3 Klötzen. Ich sagte dir, dass viele Türen geben würde. Hierfür werden 4 Würfe benötigt. Alter, hierfür was? 8. Hierfür 16. Lord. Dieser Ort scheint ein ziemlich wichtiger Türenort zu sein. Ach was. Ach, was weiß denn ich. Deshalb bist du ja hier. Also los, finde die Würfel. Voll. Los, Lappen, finde die Würfel. Ja. Ja, wie? Das hat uns so ungefähr nichts gemacht. Nee, das macht mich kaputt. Ah, ein Bildschirm zurück. Noch ein. Bei links drauf springen. Jetzt drehen nochmal. Nochmal.
Und jetzt kannst du da auf den zweiten. Noch ein. Ne, das passt nicht. Noch ein. Auf den da. Boah. Jetzt dreh nochmal. Jetzt kannst du da auf der Mitte. Nochmal zurück. Da müsstest du nochmal hinkommen, oder? Oh, und noch etwas. Mit Y kannst du das Inventar aufrufen. Im Inventar wird alles abgelegt, was du unterwegs findest. Okay, jetzt bin ich fertig. Versprochen. Probier mal aus. Ein Schlüssel, zwei Würfel. Ja, geh mal zu diesem komischen Loch, was da ist. Eine Schatzkarte. Artefakte. Artefakte. Dann geh mal zu dem Loch, vielleicht kann man da irgendwie was, die Schatzkarte einsetzen und was weiß ich. Weißt du, was da in der Mitte ist, wo das Wasser rauskommt? Da. Probier mal. Nee, kann man nichts machen. Okay. Warte, drück mal. Nee. Okay. Ja, aber die Frage ist, was bringt uns das, dass wir jetzt hier sind, weißt du? Ah, Tür! Okay. Okay, erstmal. Erstmal überall rein, oder? Dass wir das alles abgecheckt haben. Ja. Und vor allem auch die Räume jetzt direkt drehen. Ja. Was? Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Kann er noch mit einer Leiter unter Wasser gehen oder was? Die kein Mensch lesen kann. Oh, so, hier ist ein Würfel. Wieder hochkommen. Über den Tisch vielleicht. Da links steht. Da links auf das Regal. Nice. Okay. Babe. Ganz ehrlich. Hä? Was? What the fuck? Was ist denn los? Geh ich lieber wieder zurück? Jetzt sind wir schon mal hier. Zur Hälfte auf zwei Knäuel. Ja, lol. Und verreckt. Wenn man zur Hälfte auf zwei Leitern ist, wird man dann zerrissen. Ja, das war nicht. Ja, ein Stück wieder vor. Ohne Witz, ich kann mir echt vorstellen, dass es sogar schlecht wird. Also bei mir fängt das gerade an. Solltest du nicht spielen, wenn du drüben bist. Boah, ohne Witz.
Ich find's cool irgendwie. Warte. Mit dem man sich an solchen Kanten runterlassen kann. Also bewusst. Ah. Indem ich einfach nach unten springe. Ah. Boah, mein Kopf dreht sich schon von alleine runter. Das ist echt krank. Nein! Bitte nicht oben, bitte nicht oben. Die Frage ist, wo war jetzt hier der richtige Ausgang? Ach da. Wo, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ne? Wenn wir das jetzt nicht durch Zufall gefunden hätten. Wie krank. Wer denkt sich denn so ein Spiel aus? Hier waren wir ja schon, ne? Ja, aber ganz oben. Da immer wo dieses... Kommt, siehst du, da finden so Wellen aus. Links drauf? Ah, ich weiß. Wieder zurückdrehen, bitte. Nochmal? So? Dass du da drauf kommen kannst. So. Sag dir den Endeffekt. Ich dreh nochmal. Ja. Hm, ja. Komm ich nicht hoch. Hm, wie kommt man denn hier? Das ist so ein super Let's Play, wo ganz viele sehen, oh, das ist ja so einfach. Ja. Weißt du? Wenn man dann selber spielt, dann sieht man sowas nicht. So, und wie komme ich jetzt erstmal wieder? Ich glaube, ich muss doch irgendwo da hin wieder. Ja, da oben ist ja so ein Leuchtturm. Es muss irgendwas mit dem Steg. Lol. Warum? Was hier? Aber ich muss doch irgendwie da hochkommen. Ja, richtig. Irgendwo muss man auf den Baum sein. Ja, den komme ich nicht. Aber wie komme ich denn zu dem? Warum sagt ihr denn nichts? Oh. Genau, sagt er mir. Ich verliere mich kaputt. Bring auch mal. Nee, warte. Nee. Ich dachte, ich habe irgendwie so ein Kind ausgebracht. Geh mal runter, unter Wasser. Man kann das aber nicht so machen, dass man das komplette Spiel quasi an der Tür hat. Also quasi hoch und runter. Es gibt ja noch andere Welten, ne? Vielleicht kommt man ja von einem anderen Ort aus, oben dann aus der Tür raus, weißt du? Das ist ja hier auch so gewesen. Das ist jetzt hier einfach nur wahr. Vielleicht gibt es für die Tür da oben nochmal eine andere Welt, aus der man dann da aus der Tür rauskommt. So, dass das jetzt einfach nur war, dass ich da diese komische Dings da angekommen bin. Nein. Jetzt kommt wieder hier hin. Vielleicht auf den. Da haben wir eben angefangen, ne? Ich glaube ja. Und da ist jedenfalls noch etwas drin. Da ist zum Beispiel eine Tür.
zeigst du mal wieder die Ebene. Jetzt bin ich ja wieder auf einer anderen Ebene. Erstmal einen Stein, ne? Nehmen wir anders. Da nimmst du die Sache auf. Ah. Goldene Glocke. Uns gleich bis nach oben durchgegangen. Kann er was mitmachen mit der Glocke? Ja. Ding dong. Hörte die Glocke, indem du Y drückst. X drückst. Was? Keine Ahnung. Nochmal. Gehen wir trotzdem nach ganz oben. Kannst du dich noch bewegen? Ja. Gehen wir da ganz oben? Ich habe die Hintergrundfarbe ein bisschen geändert. Hä, wie soll man denn da drauf? Ah, so. Boah, da war eine Tür. So, ne? Kommt man bestimmt da hinten irgendwo raus. Wetten? Was hat das jetzt gebraucht, dass ich da vor die Glocke gescheppert habe? Alter. Wie soll man denn da den Überblick bewahren? Ich bin ja so ein Orientierungskünstler. Ja, ich bin auch in sowas übergeschickt. Da ist ein großer Raum hier oben. Oh, hier runter. Aber da ist noch, da ist noch so ein Kletterdings. Da können wir klettern. Kann man sich, wenn man springt, daran festhalten? Okay. Das ist eine Bombe. Aber mit der kann man bestimmt die Tür da freispringen. Ich wette. Sieh dir das an! Das ist eine Bombe! Du kannst Bomben aufheben und werfen, indem du X drückst. Aber sei vorsichtig. Du kannst eine Bombe auch vorsichtig ablegen, indem du nach unten drückst und X drückst. Also nehmen wir die jetzt mal. Oh, was ist das? Riechst du das? Oh, oh. Hallo? Mal ernsthaft. Wollen Sie denn, zieh das hier rein, oder was? Wie müssen wir jetzt... Riechst du halt nicht? Jetzt doch. Kannst du die vielleicht aufheben und dann nach unten und B drücken? Weißt du, dass du so nach unten eine Ebene hältst? Weißt du, wie ich meine? Achso. Nee, ich muss die vielleicht vorsichtig legen oder so, aber das geht zu schnell. Du kannst ja mit so unten und springen eine Ebene wechseln, nach unten dich fallen lassen, ne? Mach mal. Ah, so. Oh, jetzt hab ich sie wieder weggeworfen. Mit unten und X war das, glaube ich. Ja. Also das ist für mich mit Abstand das verwirrendste Spiel schon jetzt 2013. Das ist ja der Hammer. So. X. Jetzt und X. Nice. Ach, guck mal. Ja, noch sehr geil. Komm. Hops.
So, wenn ich da oben angekommen bin. Hopps. Und hopps. Hopps. Und ich würde auch sagen, nachdem wir diesen Würfel erfolgreich zusammengewürfelt haben, mache ich jetzt auch erstmal Stopp. Und wir rätseln beim nächsten Mal zusammen weiter. Wenn ihr ein paar Tipps habt oder so, immer her damit. Das ist echt krank. Behaltet den Überblick. Wir sehen Mach's gut mit Gomez und deinem Fest. Tschüss.